Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, das Klopapierproblem beschäftigt Deutschland immer noch. Und solange die Leute weiter hamstern, wird sich daran auch nichts ändern. Jetzt gibt es einige Alternativen. Zumindest denken viele Leute das. Die sind umgestiegen auf Küchenrolle, Servietten oder auch Taschentücher. In den Supermärkten habe ich jetzt auch schon gesehen, dass Servietten dorthin gelegt werden, wo vorher Klopapierrollen waren, die jetzt aus sind. Aber das ist nicht die Lösung. Mit den drei Sachen könnt ihr noch ein viel größeres Problem schaffen. Das möchte ich euch nämlich einmal gleich anhand von einem Experiment hier zeigen. Ich habe hier das neue Gold, das Klopapier, die härteste und schärfste Währung, die es momentan gibt. Und das Klopapier hat ganz andere Eigenschaften als die drei anderen genannten Sachen, als Servietten, Taschentücher und Küchenrollen. Bei Taschentüchern und auch Küchenrollen kommt es vor allem darauf an, dass die reißfest sind. Von Küchenrollen, die reißen auch nicht, wenn sie nass werden und sie lösen sich im Wasser nicht auf. Klopapier wird sich mit einer Zeit zersetzen und wenn es dann zum Beispiel mal sich irgendwo in den Abwasserrohren irgendwo absetzt, mit der Zeit ist es einfach aufgelöst. Aber bei den drei genannten Sachen nicht. Ich habe jetzt hier einfach mal eine Wanne mit Wasser gemacht. Da werden wir jetzt einfach mal die Küchenrolle reinlegen und Taschentuch auch noch. Und natürlich auch unsere Serviette. So. Und zu guter Letzt auch noch das Klopapier. Und dann will ich euch einmal zeigen, wie nach einer Weile sich die Sachen von der Eigenschaft her unterscheiden. Ich möchte euch hier jetzt schon mal empfehlen, weder Taschentücher noch Küchenrollen noch Servietten zu benutzen, um sich den Hintern abzuwischen. Das Problem ist nämlich, dass ihr damit eure Abwasserrohre verstopft. Das muss jetzt nicht heute passieren und auch nicht morgen passieren, aber es wird auf jeden Fall passieren. Es ist davon auszugehen, dass die Krise noch etwas länger andauert. Also wer kein Klopapier hat, muss eine andere Alternative finden. Ich habe mal ein Video gedreht, wo ich euch einige Alternativen nenne. Das verlinke ich an der Stelle hier. Schaut es euch an. Es funktioniert wirklich. Früher haben es die Menschen auch nicht anders gemacht. In anderen Ländern wird es immer noch so gemacht. Leute, in der Not muss man manchmal von seinen normalen Sachen einfach abweichen. Aber Küchenrolle, Taschentücher und Servietten, das dürfen nicht die Alternative sein. Der Schaden, den ihr danach nämlich dadurch bekommen könnt oder auf jeden Fall kriegen werdet, ist um einiges höher. Jetzt warten wir einfach mal ab und ich zeige euch einfach einmal, wie das hier drin aussieht, dass mir jetzt hier nicht irgendwo noch wieder Fake oder so vorgeworfen wird. Hier haben wir jetzt unsere Sachen drin und die lassen wir jetzt einfach schön einweichen und ich zeige euch dann nachher mal, wie sich das hier entwickelt hat. Jetzt ist eine halbe Stunde vorbei und jetzt gucken wir mal nach, wie sich das Klopapier hier zersetzt hat. Man kann es hier schon sehen, es löst sich sogar schon auf und ihr könnt es, denke ich, selber sehen. Klopapier wird also nach einer halben Stunde im kalten Wasser schon relativ faserig und zerreißt. Wie sieht das jetzt mit unserem Taschentuch aus? Das kann ich hier noch rausnehmen. Das ist noch relativ reißfest. So könnt ihr das sehen. Ja, wie kann ich euch das jetzt über die Kamera zeigen? Also selbst wenn ich ziehe jetzt nicht wirklich kräftig, aber jetzt könnt ihr sehen, da reißt es erst und auch der Unterschied, wie es reißt, ist auch deutlich zu erkennen. Während ihr hier erkennen könnt, dass das Klopapier sehr faserig reißt, bleiben hier eher größere Stücken zurück. Das sind nachher Stücken, die können eure Abwasserleitung zusetzen. Noch schlimmer sieht es eher bei der Küchenrolle aus. Die ist noch richtig fest und reißt so gut wie gar nicht. Die haben nämlich die Eigenschaft, reißfest zu sein, Küchenrollen, genauso wie Taschentücher halt auch. Ne? Wenn man da rein niest oder reinschnaubt, möchte man nicht, dass es durchreißt und man den ganzen Schnodder dann in der Hand hat. Ähnlich verhält es sich halt bei der Küchenrolle, wenn man was aufwischt. Die ist also sehr extrem reißfest und auch die reißt nicht in so kleine Stücken wie das Toilettenpapier. Von daher kann auch die Küchenrolle euer Abwasserrohr festsetzen. Jetzt gucken wir mal bei der Serviette. Und die reißt auch etwas leichter, fast wie Klopapier, allerdings auch nicht in so kleinen Stücken, aber reißt definitiv einfacher als Küchenrolle und Taschentücher. Also wenn ihr schon eins von den drei sogenannten Alternativen verwenden wollt, dann allerhöchstens vielleicht noch die Servietten, aber empfehlen würde ich euch das auch nicht. Auch diese können leider das Abwasserrohr zusetzen, denn das Toilettenpapier hat halt nicht umsonst diese Eigenschaften, dass es sich im Wasser auflöst. Damit soll nämlich vermieden werden, dass es zu Schäden oder zu Verstopfungen an einem Abwassersystem kommt. Von daher, bitte greift nicht auf Servietten, Taschentücher oder sogar Küchenrollen zurück, wenn ihr kein Klopapier mehr habt. Das ist nicht die Lösung des Problems.
Wie kann man das Problem jetzt aber lösen mit dem Klopapier? Ganz einfach, indem die Leute, die anfangen, das zu hamstern, hier oben mal ihren Anschalter wieder betätigen und versuchen mit gesundem Menschenverstand, sich einfach mal zu sagen, ich brauche nicht für die nächsten 3 Jahre Klopapier. Es ist genug für alle da. Ich habe schon so viele Halbwahrheiten ums Klopapier auch gelesen. Unter anderem das Lustigste, Klopapier wird in China hergestellt. Die beliefern uns nicht mehr, deshalb gibt es in nächster Zeit keine mehr. Das ist Schwachsinn. Leute, guckt einfach mal nach, googelt es von mir aus auch. Es gibt genug Produktionsstätten in Deutschland, wo Klopapier hier in Deutschland hergestellt wird. Das ist neues Klopapier, das kann recyceltes Klopapier sein, etc. Auf jeden Fall genug, damit wir uns alle den Arsch abwischen können. Also, hört auf mit diesem bekloppten Hamstern, hört auf, euch ums Klopapier zu prügeln, zu zanken, zu streiten, was weiß ich nicht noch alles. Es ist genug für alle da. Wenn jeder nur so viel kauft, wie er für gewöhnlich auch braucht, dann sind die Regale auch ganz schnell wieder voll. Ich habe selbst mit einem Kassierer gesprochen, der hatte gesagt, an dem einen Morgen sind sie beliefert worden mit Klopapier. Es gab 4 Paletten, Leute, stellt euch mal vor, 4 Paletten Klopapier nach 2 Stunden ausverkauft. Das ist nicht der normale Konsum. Die Lieferung ist normal. 4 Paletten sind eine normale Lieferung, wahrscheinlich auch nicht täglich. Es wird schon mehr in die Supermärkte geliefert, aber diesen kranken Konsum, dass 2 Stunden später 4 Paletten Klopapier ausverkauft sind. Leute, das ist nicht richtig. Also hört auf mit den Hamstern. Mittlerweile sollte auch jeder eigentlich genug Klopapier haben. So schnell wie dies oder so viel wie die Leute es gekauft haben, kann es nicht verbraucht sein. Also einfach hier oben ein bisschen den Verstand einschalten und dann schaffen wir das mit dem Klopapier auch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und verhindert den einen oder anderen Abwasserschaden. Das wird nachher teuer und Handwerker zu bekommen ist momentan auch schwierig, gerade in der Krise. Also Leute, bleibt gesund, bleibt munter, benutzt euren Menschenverstand. Liked mein Video hier, abonniert auch gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin.